Wartung steht aus. Erbitte visuelle Bestätigung. Ja, das ist der letzte. Backboard. Bestätigt. Interessante Technik, Kate. Ist das nicht Eris Morns Schiff? Tatsächlich. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau. Okay. Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken? Wie wär's mit Testflug? Testflug. Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich? Ich flieg das Ding nicht. Da bleiben nur zwei, die ja, wir können. Ja, das sind wir. Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Folge. Ihr habt es ja jetzt gesehen, wir haben in unser Raumschiff die Tarntechnologie eingebaut, um in dieses Riesenschiff da zu kommen von dem Bösewicht, ne? Und mit dabei ist ja wieder Doc Shade, hallo. Nihau. Ja, mittlerweile bin ich ja 29 und Licht 140, also so langsam mache ich mich. So langsam, ne? Gut, ich starte einfach mal, ne? Sehr gut. Das wollte ich einfach nur gesagt haben. Ist das lustig. Ja, aber ich muss wirklich sagen, die Ladezeiten sind länger geworden, ne? Mit König der Besessenen. Finde ich. Voll. Findest du? Ja. Ja, das ist durch diese Zwischensequenzen, ja, glaube ich. Kann auch sein. Die quatschen gar nicht. Ja, bestimmt, weil gleich ein Video kommt. Ja? Wenn er fertig geladen hat. Dann halte ich mich mal zurück, ne? Der Zugang. Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird es nie mehr feuern. Platzier die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürmer, die stören. Er fällt aus. Hast du meinen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen können? Ich glaube, sie sehen uns. Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Wow. Okay. Das hat wohl nicht so gut geklappt, wa? Wie geplant. Okay, ich würde ja gerne sagen, die Stadt steht hinter dir. Doch solange das Grabschiff noch angriffstüchtig ist, ist es ein zu hohes Risiko, Verstärkung zu schicken. Such da drin, was die Waffe speist. Ja, krass. Dann sind wir mal gespannt. Wo ist die Waffe? Sieht schon richtig fett hier aus, oder? Du jumpst hier wieder, du bist hier wieder weg. Das erinnert mich so ein bisschen an Alien. Ja, das stimmt. Ja. Weg ist er.
Das ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Ja, ich sehe das nicht, weil du Vielleicht bist ja wieder... Eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Ach so, das da meinst du. Ja, ich verstehe das nicht. Du hast zwei Beine, einen Ja, du, weißt du, ich bin mehr bewegen, so der, der ab und zu mal so hier so durch rennt und immer so links und rechts guckt, ne? Und ich drücke nicht immer die Renntaste. Die Brücke auf die andere Seite ist gerade verschwunden. Krass. Eine Sekunde, ich frage Aeris. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber, was auch immer das sein soll. Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Okay. Wie ist, wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an. Ah, krass. Du rennst da fleißig. Ja, ja, es geht ja jetzt hier weiter, oder? War das falsch? Nee, das war nicht ganz richtig. Ne? Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ja. Vorsichtig, Oh, Abzweigung. Puh, geschafft. Ach, schade. Durchsuche das Grabschiff, um die Energiequelle zu finden. Ach, guck mal, jetzt ist auch hier... Krass. Wo müssen wir hin? Irgendwo, jede Tier. Eine Tür. Jede Tier, nein. Okay, ich hab noch meinen Geist aktiviert. Mal sehen, ob ihr irgendwas findet. Da vorne wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, okay. Dann los, dann ne? Geh mal vor. Oh oh, was ist das? Ein Würmchen. Scannen wir den mal. Laut dem Weltengrab nimmt die Schar diese Würmer in sich auf. Nicht als Nahrung, sondern zur Erhaltung ihrer Art. Sporen, Motten und Würmer. Alles Dinge, von denen unsere Erdenalten glauben, dass sie von den Toten stammen. Nur ein Gedanke. Sehr interessant. So, hier lang müssen wir. Das sind Würmer. Wo müssen wir denn hin? Wo bist du? Okay. Achso, du ich bist hinter dir. Ich. I got your back. Ich dachte, ich hätte mich gerade verlaufen, aber. Wahrscheinlich habe ich das auch, ne? Nö, nö, nö. Dem weißen Pfeil, ne? Weißer Pfeil ist das Ziel. Sehr gut. Okay, dann sind wir hier richtig wohl. Ja. Oh, warte mal. Was denn? Glück mit der Waffe gehabt? Wir haben nur die Oberfläche des Grabschiffes angekratzt. Die Schar begrenzt die essentiellen Vorgänge auf das Zentrum ihrer Architektur. Du wirst dir schon die Hände schmutzig machen müssen. Das glaube ich auch. Oh, da geht's weiter. Da hinten sind Leibwächter. Daneben gesprungen. Bist du noch da? Ja, Daniel, verdammt, warte mal. Ja. Kein Moment. Ich versuche in der Zeit einfach hier weiterzukommen mal. So, es tut mir leid, aber das blöde Telefon, was kein Problem geht. Ja, aber jetzt hier, weißt du was? Ich hatte dir mal erzählt, dass ich an einer Stelle mal nicht weiterkam. Ne? Oh nein, das war einmal die. Aber hier genau dieser Abhang. Ja. Aber ne? Geh mal hin den und mach deinen Geist an, wenn du dann da stehst. Und der Geist zeigt dir die nächsten Steine. Ja, ich sehe ja und die jetzt Steine. Mach ich den muss Geist da hinspringen. Warte. Ach, krass. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, dass ich die Stelle, die du, von der du mir erzählt hast, wo du nicht weiterkommst, da habe ich mir gedacht, na, die haben den Geist ja jetzt ein bisschen mehr
hier, Ja, nur praktisch, andersrum, ne? Ja. Interessant, Mensch, hier kann man auch richtig was lernen, du. Du bist gar nicht so blöd, wie die anderen immer behaupten. Okay, ich verstehe das nicht. Herrlich, hier, da ist jetzt kaputt zum diese Energie kaputt machen oder so. Okay, was machen wir jetzt? Nee, scannen. Was? Okay, einen Augenblick. Aeris faselt etwas von den nekrotischen... Ach, schieß einfach drauf. Okay. Ah, ein Schild ist aktiviert. Ich schalte ihn für dich ab. Kaputt. Der Kanal ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Finde sie. Das Schiff wird das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. Okay, machen wir das. Dann, los geht's. Auf geht's. Wir jumpen hier mal herum. Ja, ich hab hier alles im Blick. Ari, wir müssen jetzt hier einfach... Das heißt, du hast die Mission auch noch nicht gemacht? Doch, die habe ich schon gemacht. Aber wie bist du denn dann weitergekommen? Ich sag ja, in einer späteren Mission musst du das Ganze einmal rückwärts machen. Okay. Oh, hier sind Feinde. Krass, wo müssen wir lang? Sind wir gekommen. Ah! Ja, weißer Pfeil, ja, ne? Weißer Pfeil. Da. Wir sind hier rein. Und dann hier runter, wa? Bist du noch da? Ah, da ist es. Ich bin hinter dir. Puh. Ah, hier hoch wahrscheinlich. Und dann hier lang, oder was? Ja. Da rein, ja, genau. Okay. Sehr spannend hier. Ah ne, scannen das mal. Ich kümmere mich einfach hier um den Kleinkram in der Zeit. Ups. Puh, da wäre ich ja fast tot gewesen. Von diesem kleinen Kram hier. Platt. Ich hab dir geholfen. Ich hab's. Noch ein Kanal zerstört. Weiter geht's. Weiter geht's. Wahrscheinlich hier lang, ne? Ja. So. Habe ich wieder neue Munition. Es ist sehr düster hier, ne? Also sehr. Es ist kein sonniger Ort. Sehr, ja, wie nennt man das? Surreal. Ja. Surreal. Ich habe das ein bisschen französisch ausgesprochen. Surreal. Bonjour, ça va? Ach, die Hexe, die kann auch nix. Ja, scan das mal da hinten. Okay. Achso, bist du am Scannen? Ja, scan. Wow. Oh, keine Munition mehr. Aber ich habe hier so eine dicke Waffe. Ja, und die brauchst du auch. Hier ist nämlich so eine dicke. Hex, hurra! Oh, verdammter Kleister! Ich bin platt. Ach, die sind hinter mir gewesen. Das hab ich gar nicht gesehen. Du kannst auch so wieder einsteigen, ne? Finde ich. Ja, du bist ein bisschen leise. Sehr leise. Hallo. Ja, was soll ich machen? Mikro ist dran. Ja? Hallo?
Ich höre dich noch, aber zwar ein bisschen leise, aber okay. So, wir scannen das hier erstmal. Jetzt müssen wir es platt machen wieder, ne? Ja. Die Waffe ist zerstört. Kate, wohin geht's als nächstes? Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. In deiner Nähe ist ein riesiger Höhleneinbruch. Besser geht's nicht. Aha. Also die Teleportzone sichern. Finde den Ort, okay. Damit wir hier wegkommen, ne? Ohne Raumschiff. Korrekt. Also wir haben es jetzt geschafft, ja? Die Waffe ist inaktiv. Ja, ja. Da müssen wir... Ja, ich gehe einfach mal dem Fall folgen, ne? Sehr gut. Das? Sehr gut, ja, ich sehe, ja, du lernst. Ja. Ah, ich glaube, wir sind hier auf dem Weg zurück wieder quasi, ne? Okay, müssen wir hier rüber. Da kommen welche. Da kommen ein paar. Aber die sind ja kein Thema, oder? Larrys. Aber doch locker. So, hier hoch. Hier lang, ne? Ja. Ja, manchmal ist das Navi nicht so schnell wie, also wie wenn man läuft hier durch diese Gänge, ne? Korrekt, korrekt. Oh, 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 wait. Jetzt. Achtung, Achtung. Ein Kabalschiff in Himmelsbrennerfarben. Was? Muss von Phobos gekommen sein. Kabale? Um die kümmern wir uns später. Sichere die Teleportzone. Okay. Wo ist denn die Teleportzone? Genau mittendrin. Oder? Ah ne, da ging er. Hier, 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 hier. Ah. Wo bist du? Ach, da oben ist das. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Uah. Wow. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast deinen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Mann, Mann, Mann. Bekomme ich die Autorisierung? Wow. Wir sprechen später darüber, Hüter. Kümmere dich um den Panzer oder die Teleportzone spielt auch keine Rolle mehr. Ich bin tot. So, jetzt. Hilfe. Was, wo? Hilfe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss mal gucken, warum ich dich so leise höre, ob das an meinen Kopfhörern liegt. Ja, 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 ist also okay. Ich hab's Mikro direkt. Ja, ich hab ja zwei Kopfhörer an quasi. Ja, aha. So. Hoch, ich, ja? Bringe dir ein paar Kisten mit Munition. Die wirst du brauchen. Okay, Munitionskisten. Und denk dran, immer an die Räder schießen, ne, praktisch. Oh Mist. Ein Rad nach dem anderen. Oh, Moment, Sachen nur. Oh nein, das überlebe ich. Boah, gerade so, gerade so. Boah, ist hier vor mir, hinter mir, was machen wir hier? Ist ja gefallen. Oh nein. Gefallen. Wieder. Wieder. Ist hier überall. Ja, ich hab den mal so ein bisschen mit den Raketen jetzt. Ja, versuche auf jeden Fall noch mehr von dieser schweren... Ja, ja, hab ich. Jetzt nicht mehr, warte, ich muss neue holen.
Boah. Okay, jetzt Raketenwerfer wieder an. Oi. Alter, Gefall. Oh nein. Wo bist du? Da bist du. Ja. Sehr gut. Alles klar. Der ist gleich platt, ne? Oh, die sind aber auch hier penetrant, ne? Die sind stark, ja. Nicht ohne. Okay, noch einmal hier draufballern. Boah, lass mich auch in Ruhe hier. Mann, ich muss mal wieder zur schweren Munition. Ja. Platt. Boah, ich muss noch ein Paroger. Peter, Kate unterrichtete uns gerade über deine unorthodoxe Mission. Dein Sieg, egal mit welcher Methode, ist ein Vorhutsieg. Dir gebührt unser Dank. Ja, ich weiß, wir sind die Besten. Jeder sieht eine schlechte Idee, wenn sie funktioniert. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, Hüter. Mir steht eine unangenehme Unterhaltung mit Eris über ihr Schiff bevor. Ja, da haben wir es geschafft. Krass. Ja. Sehr Hammer. Gut. Dann, wir bedanken uns mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part König der Besessenen. Ciao, Leute. Macht's gut.